Ja, Herr Strube hat schon angesprochen, die Idee des heutigen Abends ist es, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen und wir haben vereinbart, dass Wolfgang Beutel und ich ein bisschen einen Auftakt machen, dann Maja Emanuel und Hagen Scherer von der Landesschülervertretung zu uns stoßen und wir irgendwann in das gemeinsame Gespräch gehen. Und gemeinsam überlegen, wie kann demokratische Schulentwicklung aussehen? Wie ist Demokratie und Schule zu vereinbaren? Ich freue mich auf sowohl später Ihre Fragen als auch vielleicht auch ganz viele Positivbeispiele. Denn wenn ich hier eins, Wolfgang, gelernt habe, lernen wir sehr stark dadurch, dass wir positive Beispiele haben, an denen wir uns orientieren können. Stell dir mal vor, das ist Schule und alle machen mit. Hast du ein Paradebeispiel, wo du sagst, das ist ein Bild von Schule, das ich mal erlebt, das ich mal gesehen habe, wo Demokratie und Schule so toll miteinander vereinbart waren, dass du sagst, das ist das Beispiel, das ich allen erzählen würde? Ach, es gibt eine Reihe von Beispielen. Ich finde vor allem die Beispiele interessant, wo man eben nicht gerade so auf die Parade drückt, nach dem Motto, hier funktioniert alles. Das ist ja auch nicht das, was wir wirklich anstreben. Wir wissen ja, dass die Verhältnisse hochgradig different und plural sind und auch so sein sollten. Wir haben zum Beispiel beim Wettbewerb demokratisch handeln eine Schule, die hat 93 oder 94 sich das erste Mal mit so einem Projekt gemeldet. Da haben die eine Studie gemacht unter ihrem Stadtrat. Es ging in dem Fall um das kleine westfälische Städtchen Soest, das ein gesundes Selbstbewusstsein hat, weil die behaupten immer, sie seien die Hauptstadt Westfalens, was so natürlich nicht stimmt. Das ist nicht Dortmund. Also, die haben ein Konzept entwickelt, wie man überhaupt den Kindern nahebringen kann, wie die Gewässerversorgung, wie die Wasserversorgung in der Stadt ist und dass man für die ökologische Entwicklung der Stadt die in den 60er Jahren versiegelten Bäche und Läufe durch die Stadt wieder entsiegelt. Haben das dann im Stadtrat vorgetragen, sind da in politischen Konflikt geraten, haben aber hinterher eine Mehrheit gefunden und dann ist es auch passiert. Dann hat die Stadt Soest dieses auch gemacht, die Entsiegelung dieser zugemauerten Bachläufe innerhalb ihrer Stadt. Und dann sind da eine Fülle an Projekten und jedes Jahr kommen die mit Projekten immer so mit diesem Schwerpunkt Biologie mit engagiertem Handeln in der ökologischen Praxis, aber vor allem auch in der Politik zu machen. Die gelten, also die Bio-AG des Konrad-von-Soest-Gymnasiums gilt sozusagen als Expertengremium für städtische Entscheidungen, wenn es darum geht, sowohl Krötentunnel anzulegen oder aber auch den Güterbahnhof so umzugestalten, dass das Biotop, das daneben liegt, nicht völlig in Schleudern gerät. Was daran wirklich wichtig ist, dass das sonst ein kleinstädtisches, relativ konservatives Gymnasium ist. Also dass man nicht immer sagen muss, ihr müsst immer alles über den Haufen schmeißen, sondern ihr müsst zulassen, dass so ein Kern einer demokratischen Erfahrungswelt, dort wird ganz stark in Projekten gelehrt und gelernt, dort entsteht natürlich Schülersouveränität im Präsentieren von Ergebnissen, die dann auch auf andere Themen und Handlungsfelder abstrahlt und die über die Jahre also immer wieder überraschende Projektideen hervorbringt, auch im internationalen Kontext, jetzt bei den Schülerpartnerschaften. Das gefällt mir, weil es nicht dieser spektakuläre Schulneubau mit völligen reformpädagogischen Dimensionen überall ist, sondern zeigt, was geht, wenn ein paar Leute anfangen, ihre Schüler mitnehmen und sich das dann so in die Kultur der Schule hinein entwickelt über die Jahre. Das ist ein spannender Aspekt. Wir machen ja häufig die Erfahrung, dass Schulen sehr, sehr stark auch mit Projekten, in Projekten arbeiten. Die Herausforderung ist aber doch auch immer, wie schafft man es, dass das Projekt nicht eine Sonderveranstaltung im Nachmittagsbereich ist, sondern dass es Teil von schulischem Leben wird. Also wir machen ganz häufig die Erfahrung tatsächlich, dass wir ganz tolle Projekte haben mit einer engagierten Lehrerin, einem engagierten Lehrer und es funktioniert in aller Regel genau so lange, wie die engagierte Lehrerin und der engagierte Lehrer engagiert ist. Und wir hatten auch schon das Erlebnis mal gehabt, dass dann der Schulleiter für die Schule ohne Rassismus AG die 2 Stunden zugewiesen hat, die in der Mittagspause liegen, wo dann in einer halben Stunde noch das Essen eingenommen werden muss. Was zeichnet denn genau die Schulen aus, die aus Projekten, aus Lernen den Übertrag in Teil der Schulkultur machen?
die zeichnet aus, dass sicherlich auch die Schulleitung beihelfen muss und dass innerhalb der Leitungsgruppe und der Schulleitung direkt ein großes Vertrauen in die Lehrerschaft vorherrscht, dass sie die Ziele, die Schule nun mal erreichen muss, die die Qualitätsanalysen in den Ländern ja immer wieder auch misst, die im Übrigen auch die Eltern nachfragen heute, dass sie diese Ziele zu verwirklichen bereit sind und ihre eigenen Formen entwickeln. Und viele erfahren es dann über eine längere Zeit, dieses Vertrauen auch als eine Entlastung für den Gesamtbetrieb der Schule, wenn es etwas zum Schulprofil beiträgt, wenn es wie in jenem genannten Fall das Interesse in der Region, in der Konkurrenz der Schulen, die Bildungsangebote machen, erhöht und der Zulauf zur Schule dann steigt. Es ist auch eine Frage beruflicher Anerkennung, die tut bekanntlich jedem gut, wenn es entsprechend läuft. Klar ist, dass wenn ein Lehrer, eine Lehrerin oder zwei in einem Kollegium, das größer als 100 ist, ganz alleine dasteht und sozusagen Projektdidaktik oder der Versuch, eine kommunale Öffentlichkeit für schulische Unternehmungen oder für das Lernen in unterschiedlichen Themen zu arrangieren, wenn das dann die Logik des Betriebs, des großen Betriebs vollkommen stört und keine Unterstützung erfährt, dann wird es natürlich schwer. Da gibt es sicher so eine Minimalbedingung. Will die Schule besser werden? Also als geschlossenes System gibt es ein Bewusstsein davon, dass Schulqualität heute etwas ist, was über den Erfolg im eigenen Unterricht hinausreicht, dann geht es. Also mich erinnert es so ein bisschen an das Landesorchester in Herford, Nordwestdeutsche Philharmonie. Das hat wer Musikkenner ist, weiß es vielleicht, den heute weltbekannten Dirigenten Andres Nelson vor 10 Jahren gehabt, der dann weitergegangen ist. Der hat gesagt, er wollte eigentlich das Orchester zu einem A-Orchester, also zu denen, die dann auch besseren Tarif kriegen. Sie müssen natürlich auch besser spielen, interessante Programme machen, sich mehr reinhängen. Und dann hätten ein paar Geiger gesagt, wir wollen doch aber gar kein A-Orchester werden. Und dann war irgendwie klar, dass das eben nicht geht. Und wenn man muss, eine Kerngruppe muss es bewegen können, weil Schule, das wissen wir ja, ist auch eine Frage der kollegialen Kultur. Es müssen nicht alle mitziehen, aber es muss doch das Selbstverständnis derer, die besonders aktiv sind, da sein, dass sie nicht stören, sondern dass sie einen Gewinn zur Entwicklung der Schule beitragen. Bei den Lehrenden, beim Kollegium also und den Kolleginnen und Kollegen, aber auch gegenüber der Schülerschaft und vor allem auch gegenüber den Eltern. Aber ich kann nur noch mal sagen, meistens höre ich die Rückmeldung, es ist entlastend. Es ist auch im Unterricht, im Lernen entlastend, wenn man mit mehr Vertrauen in die Akteure diese Dinge gestaltet. Das ist ein spannender Aspekt. Ich habe auch in deinem Vortrag sehr stark auch die Perspektive auf die Lehrenden auch gehört. Ich habe mir diesen KMK-Beschluss mal durchgelesen. Das ist tapfer. Ja, das ist der spannende Aspekt. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, die ist mir tatsächlich Samstag vor einer Woche passiert. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir den ganzen Samstag mit meinem Ehrenamt um die Ohren geschlagen. Ich war nämlich auf dem Kreisparteitag. Oh, und dann bin ich mit dem Auto vorgefahren, steig aus dem Auto aus und unsere Nachbarin, so Mitte 20, angehende Grundschullehrerin, die ich seit vielen Jahren kenne, fragt mich, wo kommst du denn her? Ich sage, vom Kreisparteitag. Ich weiß, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber... Und dann sagt sie zu mir, oh Gott, Politik. Oh Gott, Politik. Oh Gott, Politik. Er sagt, ja, was stört dich denn daran? Ah, die Parteien, das interessiert mich nicht, sagt sie zu mir. Er sagt, naja, es geht ja nicht nur um die Parteien, es geht ja grundsätzlich auch um die Frage, wie wir Gesellschaft diskutieren, wie wir Gesellschaft entwickeln wollen. Und dann sagt sie zu mir, das interessiert mich nicht, ich gucke auch keine Tagesschau. Und dann sagt sie, du wirst doch Grundschullehrerin. Und dann sagt sie, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Naja, und dann komme ich zum KMK-Beschluss. Auf Seite 9 taucht, glaube ich, zum ersten Mal die Frage auf, mit welcher Kompetenz Lehrende das tun, was wir Demokratie nennen. Während vorher über 9 Seiten gesprochen wird, was Schülerinnen und Schüler lernen sollen und was so wichtig für Jugendliche ist, taucht, glaube ich, auf Seite 9 zum ersten Mal die Frage auf, was müssen eigentlich wir Erwachsene lernen? Wenn wir eine U18-Wahl betrachten, wäre die AfD nicht in den Bundestag hineingekommen. Mit welcher Haltung machen wir das denn? Also das finde ich auch etwas irritierend, weil ebenso irritierend, wie wenn man manchmal feststellt, dass wir hatten es ja vorher beim Thema Leistungsbeurteilung hier schon in einer kleinen Gruppe, das sind keine vorgegebenen Normen. Und doch gibt es berechtigte Erwartungen. Ich würde sagen,
ein Beruf, der auf das soziale Miteinander zielt, und das ist ja die Pädagogik. Wir wollen doch die Kinder und die Jugendlichen fit machen, dass sie in einer hochdifferenzierten, auf Leistung und Tempo gesetzten gesellschaftlichen Welt bestehen können und ein positives Leben führen können. Das ist doch schon ein politischer Gedanke. Ich verstehe das immer gar nicht, wenn man da anders denkt. Das ist an und für sich ein Gedanke, der auf das Miteinander mit geteilten Regeln, mit notwendigen Konflikten, die man hoffentlich einigermaßen kultiviert austragen kann, zielt. Und insofern finde ich, gibt es den unpolitischen Lehrer oder Lehrerin nicht. Ich habe solche Erfahrungen auch schon gemacht. In einer Vorlesung in Jena kamen drei geschniegelte junge Herren vor mir, also wahrlich keine Verlierer, eben was das Materielle betrifft in unserer Gesellschaft, und sagten, es sei ja alles toll. Ich hatte da auch so eine Projektgruppe mit Schülern da, wie engagiert die das vorgetragen hätten. Aber was sollen Sie als künftige Lehrer machen? Sie seien ja von der Demokratie überhaupt nicht überzeugt. Und da dachte ich, wie kann denn das sein, dass man in den Beruf geht und nicht von pluralen, individualisierbaren und auf Verschiedenheit zielenden Verhältnissen überzeugt ist. Und wenn man schon diese Pluralität als Faktum akzeptiert und sie positiv gestalten will, kommt man ja um Demokratie gar nicht herum. Wie will man denn sonst Interessen verschieden wahrnehmen, aber auch für auf einen gemeinsamen Willen ausgleichen? Das geht ja nicht mit harter Hand. Das führt ja ins Nichts oder eben in Gewalt, Repression und alles, was man da kennt. Das hat mich auch deswegen ein bisschen geärgert, weil zu meiner Studienzeit, man ist ja als Jugendlicher, sagte ich vorhin ja schon, ein bisschen radikaler. Wenn man in Tübingen in den 80er Jahren bei der marxistischen Gruppe mal einen Appell unterschrieben hat, dann war die Schulkarriere erledigt in Baden-Württemberg. Und heute laufen die rum und müssen sich nicht mal zur Demokratie bekennen. Das, muss ich sagen, irritiert mich. Ich würde gerne jetzt auch mal ein bisschen die Position derjenigen mit ins Boot nehmen, über die wir die ganze Zeit eben auch sprechen. Ich begrüße hier vorne mit auf dem Podium aus der Landesschülervertretung des Saarlandes Maya Emanuel und Hagen Scherer. Das ist Seite 8. Seite 8, da, ja. Wer ihn lesen will, ich habe ein Exemplar. Ja, genau. Vielen Dank erstmal. Ja, Maya, Hagen, wir haben uns auf das Du geeinigt, genau, im Vorfeld. Ich meine, jetzt haben wir lange über Jugendliche gesprochen. Das machen wir häufig. Viel spannender ist es mal, mit jungen Menschen zu sprechen. Vielleicht ein bisschen zum Einstieg. Heute ist ja ein bisschen unser Thema Demokratie und Schule. Was ist eigentlich euer Idealbild von Demokratie und Schule? Wenn ihr euch das ausmalen dürftet, wie würde diese Schule denn aussehen? Ja, dann hätten wir wahrscheinlich keine Schulleiter, sondern nur Schüler. Aber... ich glaube, das Idealbild ist die Möglichkeit, die sich jeder für sich selbst überlegt. Aber ich glaube, für uns als Landesschülervertretung ist vor allem wichtig, dass, wenn wir das Schulgelände betreten, wir nicht unbedingt den Sektor der demokratischen Bildung verlassen. Also, dass wir wirklich irgendwo hinkommen, wo wir sagen, hier können wir mitentscheiden, hier enttragen wir auch Entscheidungen wirklich in großem Maße mit. Also nicht nur die Entscheidung, ob wir jetzt eventuell Mülleimer auf dem Gang stehen haben oder vielleicht doch noch einen Kaffeeautomaten, sondern eher so die Entscheidung, welche Projekte machen wir und wie machen wir die Projekte, wie leben die Projekte und machen wir die nicht nur an einem Nachmittag, an dem wir wahrscheinlich dann noch eine Freistunde haben, sondern machen wir die wirklich kontinuierlich, was gewinnen wir damit? Also wo ist unser Benefit als Schüler von dem, was wir an Demokratie leben? Und das sollte so unser Idealbild sein, was wir uns so vorstellen, dass wir wirklich davon leben und dass wir was mitnehmen, auch vielleicht später. Ich meine, die Schule ebnet ja so einen Grundstock für uns, mit dem wir später sollen irgendwann mal ins Leben gehen. Zumindest sagte man mir das. Und ich hoffe, dass ich mein Idealbild nicht so ganz verfehle, weil ich glaube, wenn ich in den jungen Jahren schon was lerne und es mitnehme, dass ich es vielleicht auch weitergeben kann. Und das ist so diese rollierende Bewegung meines Ideals oder unseres Ideals. Hagen. Später. Hagen, wie ist es bei dir? Ja, also ich glaube, Demokratie bedeutet für mich Mitbestimmung und Mitgestaltung, dass Schülerinnen und Schüler an der Schule den Unterricht mitgestalten können und sich mit einbringen können, und auch gegeneinander, also ich denke, dass das auf das Gegeneinander beruht.
Wenn ich den Lehrer respektiere, respektiert er mich. Und Demokratie bedeutet für mich auch Inklusion. Inklusion bedeutet für mich, dass... Dankeschön. Das ging schnell. Inklusion bedeutet für mich, dass man akzeptiert wird, so wie man ist. Dass man nicht dem normalen, idealen Mensch entspricht und so angenommen wird und respektiert wird, wie man ist, mit seinen Fehlern und mit seinen Macken. Und ich glaube, das ist Demokratie, dass man so behandelt wird, wie man es sich wünscht. Und ich denke, so sollte es auch sein, wenn ich mir Demokratie vorstelle. Und das ist ein Ideal. Ja? Und ein Ideal dient ja auch immer dazu, darauf hinzustreben. Jetzt hat aber der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz in einem Interview gesagt, Schüler wollen Schulalltag mitgestalten, oft werden sie aber einfach nicht gefragt bzw. übergangen. Das eine ist das Ideal, das andere ist vielleicht auch Teil von Realität. Mich würde mal tatsächlich eure Erfahrung interessieren. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, die dem Ideal nahe kommen, aber vielleicht auch welche Erfahrungen habt ihr gemacht, die dem widersprechen würden? Und wie ist es vielleicht für andere Schülerinnen und Schüler, für die ihr als Landesschülervertretung ja auch spricht? Also ganz oft in Seminaren, aber auch bei uns auf den Konferenzen und auch an verschiedenen anderen Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen, ist immer noch ganz groß die Wahl des Schülersprechers. Da haben wir öfter mal eigentlich Leitlinien und Regeln geschaffen, aber auch dort hakt es immer noch. Also es gibt wirklich Vorzeigebeispiele von Schulen, die sind, das ist der Wahnsinn, ne? Also da wird wirklich, da kann jeder Schüler wählen, da machen auch die Lehrer, die werben auch dafür und sagen, Leute, geht wählen, macht euch bemerkbar, macht eure Stimme groß. Und dann haben wir wiederum welche, die das, ja, wir müssen und wir machen das schnell, damit es weg ist. Ne? Und da wird auch nicht sonderlich darauf geachtet, dass da alles eingehalten wird, was maßgeblich ist. Und das ist so ein bisschen das, was dann in die Richtung rückt, dass es einfach schlecht ist. Und was ist die Konsequenz, wenn man es so macht oder so macht, aus deiner Erfahrung? Ja, die Konsequenz liegt meistens dabei, dass die es wirklich engagiert machen, auch jemanden schicken, dann, wo wirklich engagiert ist, der damit lebt. Ne? Also ich komme tatsächlich auch von einer Schule, ich bin dort damals gewählt worden, das ist jetzt auch eine ehemalige Lehrerin von mir, irgendwo hier in der Mitte. Und da wurde wirklich gewählt, ne? Also jeder Schüler, und man hat auch ein bisschen Werbung gemacht und sich dafür interessiert. Und andersrum ist es halt irgendjemand, den man dann gerade gefunden hat, der eventuell Lust hat, der aber auch gar nicht angeleitet wird. Also dem Schüler wird gar nicht gesagt, dass du kannst das und das alles erreichen und machen, und eigentlich ist das viel größer, als man glaubt, sondern ja, willst du Schülersprecher werden? Ja, nett, super. Ja, dann lassen wir dich eben schnell wählen von den Klassensprechern, weil das ist ja eine kleinere Gruppe, das geht schneller. Und dann war es das. Das ist leider das Negativbeispiel. Hast du eine Idee, warum es so ist? Hast du? Mach so gerne. Eine Idee, warum es so ist. Ich glaube einfach, dass der Schulalltag ziemlich vollgepackt ist. Ich glaube, dass im Schulalltag auch für Lehrer viel Bürokratie ansteht, was unheimlich viel Zeit raubt. Ich glaube, dass nicht nur die Lehrveranstaltungen, die in der Schule schon alleine 8 bis 10 Stunden stattfinden, sondern auch noch so viel darüber hinaus ist, dass für solche Sachen einfach unheimlich schwierig ist, noch Zeit zu finden, auch wenn man es gerne machen würde. Ich glaube, es gibt im gesamten Lehrer- und auch im Schülertum so viele Menschen, die sich da gerne damit auseinandersetzen würden. Aber wenn ich als Schüler 10 Stunden Schule habe und muss noch lernen und mich gleichzeitig noch irgendwie darauf vorbereiten, Schülersprecher zu werden, und als Lehrer muss Klassenarbeiten korrigieren und sämtliche andere Bürokratie erledigen und im Flur stehen und Unterschriften für Entschuldigungen abgeben oder was weiß ich, dann fehlt da einfach die Zeit. Hagen, hast du eine Idee, wie man die zwei Dinge gut zusammenbringen kann? Oder hast du Erfahrung, wie man es gut zusammenbringen kann? Naja, also Mai hat es gerade eben gesagt, macht eure Stimme groß und nutzt eure Rechte. Die Landesschülervertretung des Saarlandes fabriziert jedes Jahr ein Seminar, das heißt Schülerschule Mitbestimmung. Und das machen wir mit der Landeselterninitiative, mit Bernhard Strube zusammen. Und dort versuchen wir den Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie ihre Rechte nutzen können, wie sie Demokratie an die Schule bringen können. Denn es ist meistens an den Schulen noch so, dass die Schülersprecherwahl oder die Klassensprecherwahl nicht so abläuft, wie sie doch gesetzlich im Schulmitbestimmungsgesetz, wie es Bernhard Strube uns jedes Jahr aufs Neue erklärt, verankert ist. Und, freut sich der Bernhard. Ja, und
Genau, und ich finde das elementar wichtig, Schülerinnen und Schüler auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Und ist es nicht schade, dass heutzutage noch an Schulen so gewählt wird, dass es im Schulmitbestimmungsgesetz verankert ist, wie man wirklich richtig wählen soll und muss, aber trotzdem das Schulmitbestimmungsgesetz übergangen wird? Also meines Erachtens nach ist das nicht Demokratie. Mich hätte tatsächlich mal, ich habe mir auch eure Homepage angeschaut. Ich glaube, ihr habt aber einen sehr guten Blick auf Schülerinnen und Schüler insgesamt. Das eine ist ja Mitbestimmung, Wahl von Klassensprecherinnen, Schulsprecherinnen, dann die ganzen Dinge, die dann darüber stehen, noch Landesschülervertretung, Bundesschülerkonferenz, diese ganzen Aspekte. Mich würde tatsächlich zwei Dinge noch interessieren. Erstens, was glaubt ihr, wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich, ich sag mal, Teil dieses Systems sind im Sinne von, das stützen wir, da haben wir eine Erfahrung, da stehen wir dahinter. Und was bräuchte es noch an Schulen, weil es ist ja, Demokratie in Schule ist ja mehr, als wir wählen unsere Sprecherinnen und Sprecher. Was bräuchte es darüber hinaus noch? Bitte. Was es darüber hinaus bräuchte? Oder wie viele Schüler es sind? Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil auch wir da keinen Überblick drüber haben. Aber ich glaube, dass es ziemlich wenig sind. Ich glaube, an den Schulen, an denen es wirklich groß projiziert wird, die kennt man und auch die Schüler wissen das da. Ja, also da wird wirklich auch mit Nachdruck und Hinterhand und da steht auch in der Regel ein Schulleiter mit schützender Hand drüber und versucht da immer wieder irgendwelche neuen Sachen rauszuholen und Gutes zu machen. Und pauschal würde ich das gar nicht so überschlagen und ich würde auch gar keine Schülerzahl nennen wollen, weil ich glaube, viele machen es vielleicht auch in ihrer privaten Freizeit. Also es gibt auch welche junge Menschen, die politisch engagiert sind. Wir haben gar nicht so eine Verdrossenheit, wie Gott und der Rest das vermuten mag. Ich würde es gar nicht pauschalisieren. Und was es braucht, ich glaube, es braucht einfach noch mehr von dem, was wir jetzt schon machen. Es braucht noch mehr Menschen, die sich dafür begeistern. Und es braucht noch mehr Menschen, die Zeit dafür schaffen. Und wenn diese Menschen, einmal die es wirklich veranstalten und die Möglichkeit haben, da irgendwo Zeit rauszunehmen, sich zusammentun, ich glaube, dann könnten wir noch viel, viel mehr machen. Und das braucht. Es braucht noch mehr Aufklärung, es braucht noch mehr Handhabe und es braucht noch mehr ein bisschen Leichtigkeit da drin. Also zurzeit ist das alles noch so schwer und wo machen wir das noch dazu? Ich glaube, es braucht ein bisschen mehr Leichtigkeit und Vielfältigkeit, aber auch von Schülerinnen und Schülern und halt auch von Lehrerinnen und Lehrern bei uns an Schulen. Das sind auch meistens die etablierten Schulen, die auch jedes Jahr aufs Neue zu unserem Seminar kommen. Das sind auch meistens die Schulen, wo selbst der Lehrer, der Klassenlehrer mitkommt und sich mit einbringen möchte. Wir hatten letztes Jahr eine Diskussion, wo wir die Frage gestellt haben, wie seht ihr Demokratie und wie läuft es an eurer Schule? Und dieser Lehrer hat sich vehement immer dran beteiligt und hat sich immer wieder gemeldet. Und das zeigt uns doch eigentlich, dass Lehrer, wenn sie wirklich mit Herzblut und mit Leidenschaft dabei sind, doch auch vieles an ihre Schülerinnen und Schüler mitgeben können. Und ich denke, das fehlt auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich dahinter klemmen und sich auch dem bewusst sind, dass sie dieses große Ganze fördern können. Ein spannender Aspekt, den wir aus unserer Arbeit auch kennen. Ich glaube, so dieser Aspekt, Haltung von Lehrerinnen und Lehrern und die Begeisterungsfähigkeit und dann das, was Wolfgang vorhin auch gesagt hat, diese Frage der Verstetigung und wie bekommt man diese Dinge eben auch zusammen. Wolfgang, wie erreichen wir denn die wir noch nicht erreicht haben, wenn es ja augenscheinlich vielleicht immer die gleichen sind? Naja, ganz so wild würde ich es nicht sagen. Nach meiner Erfahrung kommen schon immer welche dazu. Das ist wahrscheinlich das Phänomen, was die Pastoren in der Kirche halt auch haben. Zunächst mal sprichst du mit denen, die schon kommen und die deswegen die Bereitschaft oder die Erfahrung haben, dass das, was man miteinander macht,
im Bereich der demokratischen Qualifizierung von Schule, der Projektarbeit, dass das gut ist. Aber es gibt auch, nur meine Erfahrung ist, es müssen ein paar sein. Wie gesagt, ein einzelner Kollege kann die soziale Institution Schule nicht ändern. Es gibt auch dann Gruppen, die dann sagen, über die Jahre merken wir, jetzt ist ein Generationenverschub, wir brauchen mal neue Themen oder an unserem Stadtteil hat sich was geändert. Wir glauben, dass mehr Partizipation eine Möglichkeit ist. Nur dann ist es nicht von heute auf morgen da. Dann muss man es natürlich kultivieren und erzeugen. Weil jeder Wandel in solchen Gruppen, wo immer viele bleiben, aber einige doch auch gehen, und Schulen sind schon hochdynamische Gebilde, jedenfalls was die Schülerschaft betrifft, bei den Lehrern nicht immer ganz so schnell. Das braucht dann schon seine Zeit. Und dann ist, glaube ich auch, oder denke ich, die Unterstützungsangebote von außen sind wichtig. Die sind eben keine Hindernisse, sondern und sie können helfen, sie können Erfahrungen zugänglich machen, sie können Fortbildungen möglich machen, sie können für die Schülerinnen und Schüler mal einen neuen Erlebnisraum stiften, so wie ich es jetzt vorher sagte, mit dem Thema Lernen statt Demokratie oder was andere Schülerwettbewerbe bilden, da und dort auch Geld bereitstellen, wie der Schulpreis, der aber ja im Übrigen auch nicht nur aus Geld besteht, sondern vor allem, auch da geht es um Qualifikation und um die Verpflichtung, ihr bekommt Geld zur weiteren Entwicklung, aber ihr müsst auch andere sozusagen euch öffnen für andere. Da müssen dann, muss die Bereitschaft mit einhergehen, dass Schulen hospitieren können, dass man Besuche machen kann, dass man Fortbildungsangebote unterhält und dass man Schülerinnen und Schüler eben auch mit einbezieht. Das eben auch. Und das ist das A und O. Ein Dialog zwischen den Generationen, der nicht alleine auf Belehrung sitzt. Und dann natürlich auch die Einsicht, dass es seine Zeit benötigt, um solche Institutionen zu verändern. Da kommen wir, glaube ich, ehrlich nicht drum herum. Aber das darf man nicht als Ausrede instrumentieren nach dem Motto, es dauert sowieso lang, dann fangen wir erst gar nicht an. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir dabei immer auffällt, wenn ich von außen das betrachte. Ich habe so manchmal das Gefühl, das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem insgesamt, aber es gilt auch für Schulen, wir sind so schrecklich untolerant mit Fehlern. Ja, das auch. Mit uns selbst, aber auch mit denen von anderen. Und wir sind immer darum bemüht, nur keinen Fehler zu machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, diese Angst davor, keine Fehler zu machen, die rechtlichen Rahmen entsprechend einzuhalten, hat auch so einen Lähmungscharakter. Das heißt, wir verändern Systeme gar nicht von innen, weil es ja sein könnte, dass es nicht funktioniert. Also ich frage offen, weil das so mein Gefühl ist, brauchen wir, vielleicht an alle drei, brauchen wir da mehr Mut, was das angeht? Also ein bisschen Risikobereitschaft gehört sicherlich dazu, auch im Umgang mit gesetzlichen Vorgaben. Aber bei den Schulen, die es machen, wo auch Schüler mehr Freistellung zum Beispiel kriegen, wo nicht immer sofort das Argument ist, da ist wieder eine Arbeit und dann fehlen hier wieder 3 Stunden und so fort, da habe ich noch nie gehört, dass irgendeine Schulverwaltung oder ein Kultusministerium, sei es noch in welcher Partei, irgendwas dazwischen gelegt hat. Im Gegenteil, im Allgemeinen bekommt man mehr Unterstützung, wenn man mal die Bereitschaft hat, zu diesem Risiko zu gehen. Aber wenn man es jetzt nochmal auf die Demokratiepädagogik hinzieht, da taucht bei uns schon auch die Frage auf, und das sagen auch die Förderer von diesen Programmen wie Schulpreis und demokratisch handeln und so weiter und so fort oder Schule ohne Rassismus, wie kommt ihr an die ran, die schon für die Demokratie verloren sind? Das ist nun wirklich ein schweres Geschäft. Die kommen nicht in erster Linie zu uns. Und wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt, da ging es um eine Anti-Rassismus-AG in einer Schule, jetzt in einem ostdeutschen Bundesland, zwar in Sachsen. Und dann war entstanden, weil es eben eine rechte Jugendgruppierung gab. Also wirkliche Neonazis, die sich auch in der Schule unter Jugendlichen bemerkbar gemacht haben. Und dann sind die gekommen und wollten auch eine Ausstellung haben für ihre Ideologie. Und dann kommt man natürlich in ein wirklich schwieriges Gelände. Also der rein demokratische Aspekt würde sagen, wenn man jetzt mit ihnen ins Gespräch kommen will, muss man das Risiko eingehen, dass die, da ging es um Kunst und Plakate, dann ihre, was weiß ich, rechtsradikalen Plakate, wie auch immer, da mag es ja auch eine. Es gibt ja auch komischerweise Musik, die, das hätte ich früher als Rockmusikfan auch nicht gedacht, dass Rock mal recht sein kann, das war eigentlich unnatürlich. Aber soll man dann sowas zeigen oder zulassen oder läuft man dann Gefahr, die eher in ihrer Wirkung zu bestätigen? Oder verletzt man dann ein Recht, das man halt wirklich nicht verletzen will, wenn da Plakate sind, die sich gegen Menschengruppen diskriminierend oder gewaltandrohend wenden? Das darf man dann natürlich auch wiederum nicht machen.
Die Frage ist ja eigentlich, ob man es toleriert oder nicht oder ob man es einfach aus dem Weg schaffen möchte und dem dann dem keinen Nährboden bieten möchte. Ja, aber trotzdem, vor der Frage steht man jetzt auch mit diesen Wählerwanderungen eben hin zu dieser AfD. Viele wollen nicht mit der AfD sprechen, das kann ich gut nachvollziehen, bin auch in der Partei engagiert, danach drängt es mich wahrlich nicht. Aber wie kann man die Wähler ansprechen, die diese Leute wählen? Auch Jugendliche sind es ja im Übrigen, es sind natürlich überwiegend und mehr Ältere, das weiß man inzwischen, aber es sind auch junge Leute. Wie spricht man die an? Das geht ja nicht, dass man es nur ignoriert. Aber es gibt da, glaube ich, keine wirklichen pädagogischen Rezepte außer Beharrlichkeit. Ich glaube, ich kann dazu auch keine Antwort finden. Ich kann aber kurz was dazu erzählen. Und zwar hat der Landesschülerrat Bayern mal eine Diskussion mit der AfD Bayern gemacht und hat dies öffentlich auf Facebook hochgeladen. Und der Landesschülerrat in Bayern hat daraufhin einen sehr hohen Shitstorm kassiert. Jetzt muss man sich fragen, wieso? Wollen Schülerinnen und Schüler nicht, dass man mit rechtsextremen Parteien spricht? Oder tolerieren sie das nicht, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt? Meiner Meinung nach darf man solchen Parteien keinen Nährboden geben. Man darf, ich glaube, als Schüler ist es auch sehr gefährlich, mit solchen Parteien auseinanderzusetzen, da sie schon Positionen haben, die ins sehr Rechte rücken. Und meines Erachtens nach sollte man Schüler davor beschützen und Parteien generell, was ja auch der Fall ist, diesen Weg auf dem Schulgelände oder in Schulen zu verwehren. Naja, wenn es um Werbung geht, aber bei politischen Diskussionen sieht es ja anders aus. Die wollen wir ja. Genau, aber bei politischen Diskussionen ist es auch der Fall, dass wenn beispielsweise eine Schule macht eine Podiumsdiskussion und alle Parteien werden eingeladen, außer die AfD, die muss vor der Tür stehen bleiben, dann ist es doch auch eine Frage, ob das Demokratie ist, ob das demokratisch ist. Meines Erachtens nach finde ich dieses Vorgehen völlig in Ordnung. Aber müssen wir uns nicht die Frage stellen, ob das vielleicht nicht demokratisch ist, die Parteien dann außerhalb zu lassen, weil wir die Position derer Parteien nicht vertreten? Das ist ein spannender Aspekt. Die Landeszentrale hat beim letzten Wahl-O-Mat sehr positive Erfahrungen gemacht, indem sie alle Parteien eingeladen hat. Es mag vielleicht an der saarländischen AfD liegen. Ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube, mit meinem Blick, glaube ich, ist es ein Unterschied, ob man in Herrn Pockenburg oder Till Schneider dort sitzen hat oder ob man einen Herrn Dörr dort sitzen hat oder einen Herrn Müller. Das hat aber, glaube ich, insoweit funktioniert. Ich glaube, dass das Ausschluss letztendlich der Opfermythenbildung dient und die Auseinandersetzung und auch Schule den Rahmen bilden muss, um eine kritische Auseinandersetzung möglich zu machen. Und dieses Aushalten dieser Ambivalenzen, und das ist natürlich so die große Herausforderung. Wo ist es ein Schutzraum, wo ist es aber auch ein Raum zur Meinungsbildung? Eine Herausforderung, vor der wir stehen. Ich würde gerne mit Blick auf Sie das Ganze gerne öffnen. Freue mich auf Ihre Impulse, Ihre Fragen, Ihre Positivbeispiele. Wenn Sie wollen, auch die Negativbeispiele, aber darüber halten wir uns immer so oft drüber. Ich bin auch ein Freund davon, von den Positivaspekten zu lernen und würde gerne die Runde öffnen. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon, dass wir es hören. Ja. Ja, ich möchte gerne von einem Positivbeispiel erzählen, das es auch im Saarland noch gibt. Das ist nämlich die Tatsache, dass das LPM, also das Landesinstitut für Pädagogik und Medien, gemeinsam mit der GGG seit vielen, vielen Jahren, also seit über 20 Jahren, zweimal im Jahr ein SV-Seminar initiiert, bei dem Schulgruppen, also Schülergruppen von verschiedenen Schulen zusammenkommen, die sich wirklich gegenseitig ihre Best-Practice-Beispiele vorstellen. Wir machen das freitags und samstags mittags, also bis samstags mittags. Das heißt, die Jugendlichen sind auch über Nacht im Schullandheim zusammen mit ihren Verbindungslehrerinnen. Und das ist das besondere Engagement dieser Lehrerinnen und Lehrer,
Und ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl als Verbindungslehrerin als auch jetzt als Referentin dieser Veranstaltung, dass das wirklich unglaublichen Effekt hat, wie die Schülerinnen und Schüler voneinander lernen, miteinander arbeiten, viel Freude beim Tun haben und ihre Zeit natürlich auch einbringen, denn die sind auch freitags den ganzen Tag da, die verbringen da die Nacht und den nächsten Samstagmorgen. Und wir machen damit wirklich, glaube ich, eine unglaubliche Erfahrung und lassen Schülerinnen und Schüler auch erfahren, was alles möglich ist in der Schule. Und ich persönlich kann nur sagen, das ist für mich eine Sache, die ja einen Effekt hat, weil wir nicht belehren. Wir sind nicht die Lehrerinnen und Lehrer da vor Ort, die belehren, sondern wir schaffen einen Raum, in dem Schülerinnen und Schüler etwas für sich ermöglichen, was in der Schule eben genau aus den Gründen, die die Maja eben genannt hat, oft nicht möglich ist, weil die Zeit fehlt. Ohne das Engagement der Kolleginnen, der Verbindungslehrerinnen wäre das nicht möglich. Und deshalb sagen wir auch immer, denen gebührt der besondere Dank, natürlich auch den Schulleitungen, die da mitmachen und die die Lehrerinnen dann auch an dem Tag freistellen. Aber das insgesamt ist ein Projekt, zweimal im Jahr, wie gesagt, könnte man jetzt sagen, ach Gott, das ist ja sehr wenig, mehr kriegen wir aber wirklich auch nicht hin. Und wir haben immer 10 Schulen dabei aus dem Gemeinschaftsschulbereich, früher waren es eben nur Gesamtschulen, die sich auch verändern. Also da kommen Schulen dazu, da bleiben mal Schulen weg und das ist tatsächlich eine gelungene Veranstaltung, Maja, gell? Kannst du auch sagen. Ja. Okay, ja, also das zu Best Practice, das gibt es auch im Saarland seit vielen Jahren. Ja, vielleicht machen wir die Runde gerade, wir sammeln mal ein bisschen und dann gehen wir gemeinsam nochmal drauf ein, Herr Reik. Hallo, Robert Reik von der Universität des Saarlandes. Ich habe so 2 Bälle, würde ich sagen, reinzugeben, um zu gucken, was das Podium damit macht. Ganz kurz zu mir, ich bin, das als Anmerkung zu These 4 von Dr. Beutel, über die qualitätsoffensive Lehrerbildung angestellt, hier im Saarland, und arbeite dezidiert zur Demokratiepädagogik. Und aus dem Kontext lässt sich auch noch verraten, wir bereiten gerade einen Zertifikatsstudiengang Plurale und demokratische Schule mit externen Partnern vor, der dann künftig vielleicht auch noch neben dem Berliner Projekt als Ausnahme an der Stelle zu nennen sein wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik, genauso wie die Gründung des Landesverbands der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Worauf ich auch noch mal kurz hinweisen wollte, ist gerade in Gärung und melden Sie sich gegebenenfalls bei Interesse bei den Veranstaltern von heute. Die werden dann entsprechende Kontakte herstellen. Die Bälle, die ich reingeben will, Dr. Beutel, Sie hatten gesagt, die empirische Bildungsforschung hat das, was an Demokratie in Schule passiert oder noch passieren sollte, nicht so sehr im Blick. Das klang so ein bisschen, als ob sie es für unmöglich halten. Ich hätte so eine Idee, wie es vielleicht gehen würde, wenn man sich anschaut, was im Abschlussbericht vom BK-Programm Demokratie, Lieben und Lernen herauskam, findet sich von Edelstein und Co. etwas, das sich demokratische Handlungskompetenz nennt. Da würde ich jetzt einfach gerne von Ihnen wissen, was halten Sie davon? Und wären das nicht Ansatzpunkte, wenn man sich diese Teilkompetenzen anschaut, die dann auch empirisch erforschbar wären? Und sollten wir vielleicht mehr darauf drängen, dass das passiert? Das wäre im Anschluss auch an Herrn Dieders dann die Frage, wäre das nicht die Grundlage, auf der wir Lehrpersonenbildung dann auch machen können, um zu zeigen, wie es geht? Und bitte auch von Ihnen beiden bereits angesprochen zu beantworten, ein kleiner Affront gegen die Lernerschülerinnenvertretung, die ich sehr schätze und mit der ich auch sehr gerne zusammenarbeite. Aus Ihrer Rolle heraus sehr verständlich haben Sie beide oder ihr beide heute, wenn es um Demokratie in Schule ging, immer über Wahlen, das Wählen von Klassensprechern, von Schulsprechern, das Interessen von Schülern durchsetzen, durch diese Personen gesprochen. Und ich will jetzt von Herrn Dr. Beutel dazu wissen, und ihr werdet sicherlich auch was dazu sagen, reicht das denn? Oder müssen wir neben dieser repräsentativen Form der Demokratie in der Schule zur Einübung von Demokratie nicht auch basisdemokratische Formen haben, wie Klassenrat, Schulparlament, Zukunftswerkstätten und dergleichen mehr, um eben diesen Erlebensraum zu schaffen? Dankeschön. Mit Blick auf die Komplexität der Frage, Frau Molter-Klein, wäre es für Sie in Ordnung,
wenn wir das gerade anschließen und direkt auf die Frage schon mal eingehen. Was hast du gesagt? Komplexität der Fragen? Die Fragen. Es ging um Handlungskompetenz, es ging um die empirische Sozialforschung, es ging um die Frage von Basisdemokratie in Schulen. Wolfgang. Nein, ich versuche es nur ganz kurz zu machen. Ja, das ist halt das Problem. Und das spricht schon dafür, dass wir beide Recht und Unrecht haben. Bei Teufel haben wir immer ein Streichholz bekommen. Und wenn das Streichholz abgebrannt war, dann war die Redezeit vorbei. Es gibt aber auch Jetzt sollten wir das probieren. Also es gibt natürlich Forschungen. Und dieser Ansatz demokratische Handlungskompetenz ist einer. Wir haben Fragebogenstudien an Projektschulen demokratischen Handelns laufen, zwei Promotionsprojekte an der Universität Göttingen. Professor Hermann Abs, der damals den Schlussbericht gemacht hat, jetzt eine Professur an der Uni Essen hat, hat sich mit den Beritten nordrhein-westfälischer Schulen an der Civics Education Studie der letzten internationalen beteiligt. Ausnahmsweise, Deutschland insgesamt beteiligt sich daran nicht. Es gibt Ansatzpunkte. Was es aber nicht gibt, ist wirkliche Forschungskapazität. Wir haben 14 Professuren für Fachdidaktik politischer Bildung und erwarten eigentlich Unterrichtsforschung, die gute Ergebnisse bringt. Die gibt es so auch nicht. Da gibt es auch erste Ergebnisse. Nur in bescheidenem Maße. Es gibt viele schulpädagogische Professuren, die sind aber wahnsinnig durch Lehraufgaben belastet und kaum forschungsfähig, wenn man mal nüchtern hinguckt, wenn sie Seminare und Vorlesungen mit 500 Leuten und den entsprechenden Prüfmechanismen heute im Bologna-Studiengang haben, dann können sie da nicht mehr groß forschen. Es fehlt einfach an wirklicher Forschungskapazität, das finde ich schon. Und es gibt keine Professur oder wissenschaftliche Struktur, die das Thema demokratische Schulentwicklung wirklich in den Blick nimmt und vernünftig ausgestattet ist. Und es gibt auch in der DFG entsprechend noch Deutsche Forschungsgemeinschaft keine Lobby. Das ist ja auch durch die Selbstergänzung der Universitäten so, dass man dann keine Lobby bilden kann, wenn man keine Basis hat. Das ist nun mal einfach so. Und ich bin ja schon 30 Jahre dabei im Hochschulnah. Ich finde, da hat sich noch nicht so sonderlich viel getan. Weder die politische Bildung interessiert sich wirklich wissenschaftlich für demokratische Schule, weil sie es als Konkurrenz zu ihrem ewigen Ruf, wir brauchen mehr Unterrichtsstunden, Politik empfindet, um es verkürzt zu sagen. Und die Schulpädagogik interessiert sich auch nicht wirklich dafür. Das sage ich jetzt mal in nüchterner Einschätzung. Was die verfasste Schule betrifft, ich finde es gut, dass das lebendiger wird. Wir haben angefangen mit demokratisch handeln und dachten, die verfasste Schule, die ja wirklich eine Errungenschaft ist, die Beteiligungsgremien der Eltern und der Schüler, würden sich als erstes melden. Über Jahre hat man nichts gehört. Inzwischen gibt es vieles von dem, was Sie angesprochen haben, was ihr jetzt macht. Das SV-Bildungswerk in Berlin gibt es, das auch Angebote macht. Es gibt wieder die Bereitschaft, auch ein bisschen über eine politische SV nachzudenken, die nicht nur Diskurs- und Kulturveranstaltungen macht, sondern sich auch in andere Fragen einmischt. Und ich finde aber, es ist schon richtig, wir brauchen auch regelhafte Verfahren, die nicht nur die gesetzliche verfasste Schule betrifft, um mehr zu beteiligen und um ein Abbild, ja, das sehe ich auch so, zur Gesellschaftsform der Demokratie auch in der Schule zu etablieren. Das wäre ja sozusagen ein Teil der Regierungsform. Und wie muss ich mir Basisdemokratie in Schulen dann konkret vorstellen neben der Verfasstheit? Ja, bitte. Aber sie sind immer auch Basis. Jeder ist mehr. Ja, ja. Wo fängt man denn da an? Es ist schon richtig. Also wir bräuchten schon ein Schulparlament und man braucht so viel. Und ich glaube, es ist aber eigentlich wichtig, dass wir erstmal anfangen zu lernen, wie man Demokratie überhaupt lebt und auch richtig lebt. Und nicht nur so, wie man sich selbst irgendwie individuell vorstellt. Ich fand die Karikatur eben an der, in der Folie ziemlich ganz gut, als es jemand gelungen ist, die, mit mehreren Brillen die Perspektive zu sehen. Fand ich ganz gut. Das passt auch dazu. Wir brauchen mehr Demokratie in den Schulen, lebhafte, das ist richtig, auch ein Schulparlament und ähnliche Sachen, die das alles leben. Aber ich glaube, man muss zuvor auch erstmal lernen, das zu leben. Und ich denke, dass wir da ansetzen müssen. Und das muss auch in unserem Unterricht geschehen. Das muss in dieser Schulkultur geschehen. Das muss in dieser ganzen Schullandschaft irgendwo geschehen. Und das ist auch nicht mit, ja, wir unterrichten dann halt mal so ein paar Stunden irgendwie Demokratiebildung im Unterricht. Sondern das muss auch wirklich von jedem in dieser Institution gelebt werden und gelehrt werden. Und das ist der Anfang für das, was dann später kommt. Und dann können wir ein Schulparlament machen, dann
können wir Veranstaltungen machen, wegen mir jeden Tag. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir als Schüler lernen, überhaupt Demokratie zu leben. Und vielleicht auch jeder. Vielleicht müssen auch Lehrer erstmal lernen, wie sie vermitteln, Demokratie überhaupt richtig zu verfassen. Oder wie benenne ich das denn überhaupt? Und was ist überhaupt die Definition von Demokratie? Und wie finde ich überhaupt Demokratie? Und wie siehst du Demokratie? Und ich denke, das ist viel wichtiger. Das muss unterstützt werden. Also so ja. Wie wir, glaube ich, von der Politik erwarten sollten, dass sie die bürgergesellschaftliche Bewegung mitfördert, sollte in der Schule natürlich auch. Und die erste Größe der verfassten Schule ist natürlich das Kollegium und seine Leitungsinstanz. Die sollten das auch unterstützen und kritisch begleiten. Man darf auch nicht vergessen, nicht alles, was Bürgergesellschaft ist, ist deswegen auch pro-demokratisch. Ich meine, in Dresden rennt so ein großer Teil der Bürgergesellschaft immer um die Oper rum. Und heißt Pegida, das ist ja nun auch nicht genau das, was man meint. Also es gibt auch viele dunkle Seiten in der bürgergesellschaftlichen und basisdemokratischen Bewegung. Das sollten wir nicht übersehen. Und genau auch deswegen müssen wir sie fördern und pflegen. Vielleicht. Bitte? Ich habe gesagt, allein gelassen, wie sie von Schule ist, die Bürgergesellschaft in dieser Schule würde das in Dresden vielleicht auch. Ich würde gern die Runde nochmal öffnen mit der nächsten Wortmeldung. Das lassen wir so stehen. Ich möchte ganz gern auf die Unterstützungsangebote nochmal eingehen. Also ich komme vom Saar-Pfalz-Kreis, also von kommunaler Seite, und wir haben seit 2 Jahren ein Bildungsbüro, das heißt Leitstelle lebenslanges Lernen, mit dem Ziel, ein kommunales Bildungsmanagement aufzubauen. Und so haben wir uns in Schulen vorgestellt, haben mit Lehrern gesprochen, unter anderem kam dann die Anregung, die sie jetzt auf Landesseite machen, haben wir jetzt für den Saar-Pfalz-Kreis geplant, eine Schülervertretungswerkstatt zu machen. Also wir haben die Partnerschaft Demokratie im Saar-Pfalz-Kreis, und wir haben jetzt eingeladen. Wir mussten ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wie kommen wir nämlich an die Schulen ran? Vielleicht an die Schulen, die noch nicht so bei Ihnen jetzt die Seminare belegen. Wir haben jetzt 21 Anmeldungen. Es sind 8 Schulen, Gymnasium, Gemeinschaftsschule und das Berufsbildungszentrum gemischt. Also wir wissen noch nicht, wie es wird an dem Tag. Also es ist ein ganzer Tag in der Woche, den wir jetzt geplant haben, um einfach mal von der kommunalen Seite so ein Unterstützungsangebot für die Schulen zu machen, um im Saar-Pfalz-Kreis vielleicht so ein Netzwerk zu bilden, dass die sich gegenseitig stützen und mit der Kommune verankern. Also das ist ja so auch so Demokratie aus der Schule raus mal, rein in den Ort. Das ist das Ziel. Mal gespannt, wie es wird. Und dann wollte ich noch ein gutes Beispiel aus einer anderen Kommune. Hat mit uns leider nichts zu tun. Ich wünschte mir, es wäre schon soweit. Selbstwirksamkeit war so ein ganz großer Punkt. Wann fühle ich mich denn als Schüler wirksam, wenn ich auch was mitgestalte? Also wir hatten vergangene Woche vom Netzwerk Bildung für alle ein sehr schönes Beispiel aus Saar-Louis, wo die Schulentwicklungsplanerin vorgestellt hat, wie sie Schulhöfe, Mensen, Räume für die Nachmittagsbetreuung gestalten, gemeinsam mit den Schülern, mit dem Bauamt, mit den Eltern. Also das ist für mich Demokratie, weil ich habe eben kurz auch so gedacht, es geht wieder um Wahlen und Institutionen. Wenn ich wähle, Schülervertretung, habe ich an meine Kinder gedacht, die nur alle aus der Schule raus sind. Das ist schon wieder nicht mehr so spannend, weil sie haben noch nicht so die richtige Wirkung für ihre Schule meistens. Deswegen fand ich dieses Beispiel aus Saar-Louis, ja, da ist mir eigentlich das Herz aufgegangen. Also das wünsche ich mir öfter. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir im Wettbewerb machen. Ich durfte letztes Jahr zum ersten Mal Begutachtung von Wettbewerbsbeiträgen machen, und mir sind 2 Projekte im Blick. Und eines, da ging es tatsächlich um die Frage aus einem Fach, ich glaube, es war Erdkunde, und es ging um Biologie, Epigenetik, und die Frage, wie wirken Farben in Räume auf mein Wohlbefinden, hin zur Frage, wir haben einen Schulneubau und wie wollen wir den mitgestalten? Und diese Räume zu öffnen, das ist so eine Erfahrung, die ich im Wettbewerb mache, dass Schule unheimliche Freiräume bietet. Für mich als außerschulischer Träger, ich unterlaufe in aller Regel einer Projektlogik. Das heißt, ich muss irgendwann einen Antrag schreiben, in dem muss ich benennen, was ich machen will. Ich muss benennen, wer meine Zielgruppe ist. Ich muss mein Ziel benennen und dann muss ich noch sagen, wie ich das mit denen mache. Und dann muss ich das Ergebnis noch vorwegnehmen. Da habe ich die noch gar nicht gefragt, mit denen ich das machen will, was die überhaupt wollen. Das muss aber Schule nicht machen. Und das ist das Schöne daran. Das heißt, wenn es diese Freiräume gibt und man die miteinander gestaltet, dann ist da, glaube ich, viel möglich.
was man nutzen kann. Das ist ja auch eine Projektlogik, die du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist eine andere Form von Projekt. Ja. Jean-Philipp. Ja, guten Abend. Ich wusste jetzt kurz gar nicht, ob ich es nochmal zurückziehen will. Ich will jetzt irgendwie auch nicht ärgern. Aber ich mache gerade einen Kurs bei Otto Scharmer zur Theorie U. Und der arbeitet am Massachusetts Institute for Technology. Und der sagt im Prinzip, dass die äußere Welt, die wir sehen, ja ein Spiegel der inneren Welt ist. Und mir kam es jetzt so oft jetzt irgendwie schon, dass man so über andere redet, so pauschal auch, muss ich sagen, dass ich auch mich frage, weil... wo wir quasi auch die AfD oder auch Pegida ist ja ein Spiegel der Gesellschaft, also auch der inneren Haltungen und Werte, die wir ja nach außen tragen. Und ich glaube, dass da ganz viel Möglichkeit noch bei jedem Einzelnen besteht, sich zu hinterfragen, was tue ich eigentlich, was den Respekt oder die Menschenrechte von anderen Menschen betrifft und es mir irgendwo in einem gewissen Moment auch egal ist und ich es ignoriere. Und das wollte ich kurz nochmal bitte in den Raum bringen, weil es gibt auch menschenverachtendsweise, ja, Leute, die jetzt jeden Tag ihr Fleisch essen etc. rumfliegen, das ist einfach auch nicht nett. Ne? Und ich habe mich dann gefragt, ob bei dem Beispiel von Ihnen, von der Lehrerin oder der Grundschullehrerin, ob dieses Verdrossenheit auch damit zu tun hat, ein bisschen, dass man auch keine Lust hat, sein eigenes Leben zu ändern. Deswegen zieht man sich so ein bisschen zurück, mhm. ne? Weil das auch anstrengend ist jetzt mit der eigenen Freiheit, die wir hier ja haben. Das ist ja toll, ne? Auch an Schulen. Es gibt Freiräume, um da richtig mitzumachen. Aber es ist ja auch anstrengend, das zu nutzen, weil das immer auch mit einbeziehen muss oder darf, dass ich mich selbst dabei verändere. Und da war die Frage, was ich eigentlich genau, sind diese Fächerkonzepte, vielleicht müssen wir auch mehr Raum haben, wo wir keine Fächer haben, weil diese Fächerkonzepte vielleicht schon Teil dieser Spaltung sind, die wir erleben, Spaltung von der Natur und etc., diese Fragmentierung von Gesellschaft, dass wir die Fächer als Instrumente sehen dürfen, um Fragen zu beantworten, die gesellschaftlich relevant sind. Vielleicht direkt eine Frage, Hagen, Maja, ist für euch eine Schule ohne Fächer denkbar? Also ich glaube eher nicht. Also ich glaube, also meines Empfindens nach ist es elementar wichtig, dass man in spezifischen Bereichen wie beispielsweise Mathematik, Deutsch oder Gesellschaftskunde individuell gefördert wird. Und ich glaube, ohne Fächer müsste man erstmal ein Konzept entwickeln, damit man das durchbringen könnte. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich würde aber gerne einen Denkanstoß mitgeben. Und zwar hat der Landesschülerausschuss Berlin jetzt in Berlin selbst durchgebracht, dass es das Fach Politik an den Berliner Schulen gibt. Und ich glaube, das ist auch eine Alternative hier im Saarland, dass man sich vielleicht den Denkanstoß mitnimmt aus Berlin und den in die Regierung mitbringt und sagt, hey, schaut doch mal nach Berlin und schaut doch mal, wie das läuft. Und ich denke, dass das Fach Politik sehr großer Bestand unseres Alltags entspricht, denn wir laufen jeden Tag an der Politik vorbei, sei es an den Medien, an der Zeitung, im Internet, du kommst jeden Tag dran vorbei. Also ich habe noch was, leider sehe ich sie nicht, ein bisschen schade. Hallo. Ein Fach als Instrument zu nutzen ist ein bisschen suspekt. Also man muss überlegen, dass es schon die Theorie gibt, dass man die Noten abschafft. Wenn wir jetzt noch anfangen, die Fächer abzuschaffen, ich weiß nicht, wo das hinführt. Und ich bin und ich bin Schülerin, ne? Also ich bin, weiß Gott nicht auf der Seite. Aber wenn wir anfangen, jetzt noch unsere Lehrveranstaltungen abzuschaffen und unsere Noten abzuschaffen, dann soll es auch keine Hausaufgaben mehr geben. Dann haben wir langsam ein Problem. Also eine Schule ist immer noch die Institution, die nicht nur mit der individuellen Kompetenz fördern soll, aber auch mit der Lehrkompetenz. Ich gehe ja in die Schule, um gewisse Sachen zu erlernen, ob das Hauptfächer sind, ob das Nebenfächer sind, ob das Neigungsfächer sind. Also ein Fach ist ja nicht direkt ein Instrument, sondern ein Fach wurde gelegt, damit eine Person die Möglichkeit hat, in dieser Zeit etwas zu lernen und mitzunehmen. So, wenn wir das jetzt auch noch abschaffen, wir haben keine Hausaufgaben mehr, keine Noten mehr, was machen wir denn dann? Wozu brauchen wir die Schule? Dann ist es kein Instrument mehr, verstehen Sie? Also man muss ein Instrument auch nutzen. Also wenn ich eine Flöte habe, kann ich sie nicht auseinanderbauen und nur angucken, dann muss ich auch mit ihr spielen. Und deswegen muss ich auch in einem Fach etwas lernen, damit es Sinn macht.
Deswegen sollten wir das, glaube ich, besser nicht machen. Ich glaube, wenn ich was dazu sagen darf, so bezogen auf die Schule allein war es ja nicht gedacht. Fächer allein sind halt Perspektiven, die mit Wissenschaftsdomänen zusammenhängen, wie die ganze Schule ist halt ein Ausdruck der Rationalisierung unserer Gesellschaft. Sie ist hochgradig effektiv und wir haben auch viel davon, aber sie ist halt nicht die ganze Wahrheit. Insofern verstehe ich die Frage schon. Man kann nicht für jedes Problem ein weiteres Fach anbringen. Und die Summe aller Fächer macht noch keine gute Schule und vor allem erklärt sie noch nicht die ganze Wirklichkeit, in der wir als Menschen eben ausgesetzt sind. Und insofern kann man Fächer schon in Frage stellen, aber grundsätzlich abschaffen wird man alle Differenzierungsformen in der modernen Gesellschaft nicht. Das wäre wahrscheinlich eher rückschrittlich. Aber man muss sie kritisch begleiten. Der Meinung würde ich mich natürlich in jedem Fall anschließen. Und man muss auch, da haben Sie sicherlich recht, immer wieder fragen, wo trägt man selbst zu dem bei, was man bei Dritten oder anderen Strömungen möglicherweise beklagt. So einfach wollte ich es mir mit Pegida wahrlich jetzt auch nicht machen, was das betrifft. Ich habe noch einen Aspekt, tatsächlich der mich tatsächlich immer noch umtreibt, ist, wie versteht sich Schule eigentlich oder wie sollte sie sich verstehen? Ich habe immer so einen Blick, so Schule als Teil eines Gemeinwesens. Das heißt, Schule nicht als Ort mit einer Mauer und dann geht die Tür zu, sondern es gibt so wunderschöne Bilder von Schulen in Kanada, wo die Eltern morgens am Eingang stehen und die Schülerinnen und Schüler begrüßen. Was für mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, seltsam anmutete, aber als ich darüber nachdachte, fand ich das erstmal sehr schön. Also es hat ja auch was mit Respekt und Wertschätzung zu tun, sowohl gegenüber den Eltern, als auch gegenüber Schülerinnen und Schülern und das Verständnis von Schule. Ja, was ist Schule eigentlich? Ist es Teil von Gemeinwesen? Versteht es sich so? Oder ist es die Lehrinstitution? Und wenn Demokratie und Schule für mich zusammenkommen, dann ist Schule auch Teil von Gemeinwesen. Und dann gehören auch ganz viele andere noch mit dazu. Wir schauen im Wettbewerb ja auch zum Beispiel auf die Frage, wo wirkt das, was wir tun, auch nach außen? Ja. Das ist aber mir heute noch nicht so angeklungen. Wir haben mal mit außerschulischen Partnern, das ist mal mit angesprochen worden. Vielleicht nochmal, wo liegen die Potenziale? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, was Schule als Teil von Gemeinwesen angeht? Also ein Kollege einer großen Gesamtschule in Bremen hat mal gesagt, das Schulgebäude ist ja schon so teuer, dass es sich verbietet, es immer zuzuschließen, wenn der Unterricht vorbei ist. Man muss irgendwas für den Stadtteil da drin machen. Das war in dem Fall die vielleicht auch überregional schon bekannte Gesamtschule Bremen-Ost, wo es um die Frage ging, und da auch wieder um Hochkultur in einem Stadtteil, der eigentlich als benachteiligt gilt, weil die Einkunftsverhältnisse schlecht sind, die Wohnverhältnisse entsprechend prekär geworden sind und die gesamte Infrastruktur, wurde gleichzeitig Probenproduktionsräume eines weltbekannten Orchesters der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen untergebracht. Das war eins, es wurde der Stadtteil hat sich Mühe gegeben, die Stadt daran zu hindern, dass die Stadtteilbibliothek, die auch in dieser Schule war, geschlossen wird. Und insgesamt versucht man mit den Elementen, die man jetzt hat, also Schule an sich, ein Kulturorchester, Musik und Stadtteil jetzt auch in der Kommunal was zu machen. Also jedes Jahr so eine Stadtteiloper, wo sich die Profis auch mit den Kindern engagieren und in einen eigentlich nicht kulturverwöhnten Stadtteil hineingehen, um mal die Scheuklappen auch also jetzt ein bisschen abzukaspern. Werder Bremen ist dann auch ganz interessiert geworden, weil die sich auch für Hochleistungsverein halten. Kann man unterschiedlich sehen, aber immerhin, sie arbeiten jetzt auch mit dieser Schule zusammen. Und so geht es dann, das ist dann plötzlich ein Anziehungspunkt und dann wird es so eine Art Regioschule, eine Stadtteilschule, die dann wirklich Angebote macht und die Eltern kommen dann auch. Und es kommen auch Eltern, die sonst nicht in die Schule kommen, hört man. Aber auch das ist ein Zufall günstig ergriffen und ein paar Leute, die sich engagiert für was Unkonventionelles eingesetzt haben. Und dann ist es einen guten Weg gegangen, im Übrigen aber auch ein Entwicklungsprozess, von dem wir jetzt sprechen, der 15 Jahre jetzt markiert. Und jetzt ist der Schulleiter gegangen und man hat schon gemerkt, es ist eine zumindest kritische Phase, eine Grenze, wo man sich fragt, was davon kann jetzt erhalten werden, wo entsteht auch was Neues. Aber das Wichtige daran ist schon, ich finde auch Kommunen investieren so viel in Schulgebäude, und dann sollte man mehr machen als vormittags nur Unterricht. Und die Schule ist im Übrigen eine öffentliche Angelegenheit, das finde ich allerdings auch. Wir dürfen erwarten, dass wir erfahren, was hinter diesen Türen passiert.
wie unterrichtet wird, wie die Themen des Gemeinwesens, der Stadt, der Schule in Saarbrücken, eben von Saarbrücken, aber vielleicht auch des Saarlandes oder Europa-Themen eine Rolle spielen oder eben auch nicht. Und das ist schon mehr als eben nur die Fächer. Das denke ich schon. Und das ist auch noch nicht überall verbreitet. Ich kenne es auch noch von der Grundschule. Da hat man immer gesagt, wir wollen jetzt die Kinder auch mal vor den Eltern schützen. Bleibt ihr mal schön draußen. Könnte ich eine Anekdote? Ich habe jetzt einen schulpflichtigen Sohn. Mein erster Elternabend war so, wie ich es mir in meinen düstersten Träumen vorgestellt habe. Ich dachte, es wäre ein Ereignis gewesen. Ja, war es tatsächlich. Obwohl ich glaube, dann ist bei mir so der Punkt als Vater, wenn mein Sohn gut in der Schule, dann kann ich damit gut leben, wenn das noch oldschool ist. Aber es begann mit der Frage, Listenausfüllung, muss man seinen Namen eintragen? Und dann habe ich die kritische Frage, ich bin ja da manchmal auch ketzerisch, ich gefragt, warum muss ich da meinen Namen eintragen? Und die Lehrerin sagt, das ist halt so. Ja. Schule ist sowieso eine Anstalt. Das ist halt so. Ich würde gerne noch mal mit Blick auf die Uhr haben wir noch eine ganz kleine Runde. Gibt es noch was aus Ihrer Runde an Fragen, an Anregungen? Ja. Ich war lange in der Elternvertretung von unserem Gymnasium. Ich muss eine Anekdote erzählen. Ich habe vor kurzem, war ich in Trier in der Fußgängerzone und da war am Briefkasten vom Angela Merici Gymnasium stand Helikopter-Eltern-Sammelplatz. Ja, gut, aber die Frage ist, wollen Lehrerkolleginnen und wollen Schülervertretungen überhaupt, dass Eltern auch Schule mitgestalten? Da vorne sitzt nämlich jetzt aus der Sie oder du als jetzt schulpflichtiger Vater, eigentlich jetzt niemand von der Elternvertretung, der ausdrücklich da vorne sitzt. Also ich denke, zur innerschulischen Demokratie gehört auch die Vertretung der Eltern. Und das Schulmitbestimmungsgesetz lässt da wirklich super viele Möglichkeiten, die zum Teil wirklich verbraten wird durch so schlecht vorbereitete Elternabende, durch Lehrerkolleginnen, die möglichst vermeiden, dass Eltern bei den Fachkonferenzen dabei sind und wo höchstens noch, ja, in der Schul- und Gesamtkonferenz, klar, da sind die Eltern natürlich immer qua Gesetz dabei, aber es gibt ganz furchtbar wenige Schulen, die eine Steuerungsgruppe haben, die halbwegs paritätisch besetzt ist. Hatten wir in Wahr dann lange und das war auch super gut so. Dafür haben wir auch den Schulpreis auch gekriegt im Saarland. Ja. Ja. Noch eine Bemerkung zu den Wahlen auch von der Schülervertretung und wie wird man Schülersprecher oder Elternsprecher an der Schule? Ich denke, die Zeichen, die sind vielleicht es gibt andere Varianten. Auch Schulleitungen treten sehr gerne als Team auf inzwischen. Ne? Mhm. Und wir haben als Elternvertretung bei uns die Erfahrung gemacht, dass es zwar im Schulgesetz immer steht, muss einer gewählt werden, einer Stellvertreter, aber uns ist viel wohler gewesen als Team. Und unsere Schüler in Wadern, die sind sogar so weit gegangen, dass die vier, die irgendwie eine Mehrheit hatten, bei der Wahl oder bei der Kandidatenaufstellung gesagt haben, nee, wir wollen nicht gegeneinander kandidieren, wir wollen kein Ranking über uns, sondern die haben so ein Triumvirat gemacht. Oder es waren vier. So wie so ein Schweizer Modell. Ne? Die Schweizer Regierung, die hat keinen Kanzler, sondern die wechselt sogar ihr Staatsoberhaupt drei um, einmal im Jahr. Ne? So. Ist auch eine Möglichkeit, ne? So diese, um so eine Hierarchie und diese so eine Art Bundeskanzler, der dann scheitern kann, der dann vom Hof gejagt wird oder zurücktreten soll oder muss, zu verhindern, indem er einfach ein Team draus macht. Viel besser. Und es muss viel mehr diskutiert werden und werden keine einsamen Entscheidungen getroffen, auch in der Schule nicht. Weder bei Eltern, Lehrern, Schülern. Der Direktor, der alles allein entscheidet, der wird genauso wenig glücklich wie ein Schülersprecher, der Sachen macht, die anderen vielleicht irgendwann nicht gut finden. Das klingt mir sehr nach dem Hochwald-Gymnasium. Ich hatte eine Tochter, die jetzt der Abi gemacht hat und hat jetzt leider keine Funktion mehr in Wadern. Okay. Ich habe mir die Systeme da nämlich selber angeschaut, weil die bei uns irgendwann mal aufgetaucht sind, aber von Schülern selber geschrieben. Und ich sehr gerne mir Sachen vor Ort anschaue. Ja. Wer mich kennt, weiß auch, dass meine Anfangszeit in der Schülervertretung bei Frau Hassenteufel begann, auf einem Seminar. Und auch das habe ich mir angeschaut. Ja. Sie haben bestimmt recht. Das ist ein gutes System und auch mal wieder ein neues System. Ein System, an dem man sich bestimmt etwas abschauen kann. Und vielleicht auch etwas, was man in naher Zukunft auch irgendwann mal fördern sollte und mal publik machen sollte.
Aber genau die Anregungen fehlen meistens. Also die fehlen auch uns. Und wie ich eben schon gesagt habe, es sind nicht die Wahlen alleine, die uns irgendwie weiterbringen in der Schulkultur, sondern es ist wirklich das Demokratie und auch das kreative Denken, was dort einfach noch mehr eingebracht werden muss, um das zu erreichen, was wir wollen, nämlich, dass die Schule mit Demokratie lebt oder auch für die Demokratie lebt. Und solche Beispiele kenne ich, habe ich mir selbst angeschaut und war ich auch, würde ich sagen, voll überzeugt davon, aber fand ich super interessant. Also es war auch eine Erfahrung wert. Ich habe mich mit vielen Schülern darüber unterhalten und die uns auch nachhaltig immer noch begleiten. Viele davon waren auch auf dem Schülerschule-Mitbestimmungsseminar noch mal zu finden und haben das dort auch noch einmal kundgetan. Ich glaube einfach, dass man vom positiven Beispiel auch lernen kann. Und wenn man das immer wieder weiterträgt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch wieder ein Ansatz wäre, wie man neue Menschen für Demokratie begeistern kann. Mut und Kreativität. Ja, als Scheiterkultur sollte man schon noch ein bisschen mehr ausbauen. Ich finde, dass es auch in den Schulen öfter passiert. Also wir wollen alles gut machen und alles muss richtig sein, damit der Landkreis oder auch alles mögliche andere an MBK oder Ähnliches nur Gutes denkt. Aber man darf auch mal scheitern, um nochmal neu anzufangen. Und diese Scheiterkultur sollte man in naher Zukunft in meinen Augen auch noch ein bisschen ausbauen. Auch Schulleiter, aber auch Schüler. Wenn Schüler ein Projekt machen, was halt mal schlecht läuft, na gut, dann läuft es halt mal schlecht. Dann probiert man es halt irgendwann mal wieder. Diese Scheiterkultur ist in den USA das Normalste der Welt und bei uns wird man die nächsten 10 Jahre verschimpft, wenn man irgendwie etwas falsch gemacht hat. Herr Strube, vielleicht zum Abschluss. Also ich würde gern den Aspekt unterstützen, der eben angesprochen wurde, dass Schule sich öffnen sollte und hinausgehen sollte auf die Initiativen, Projekte, Unterstützungssysteme, die es um die Schule herum gibt, um sie zu nutzen, damit ihre Schüler dort lernen, wie Gemeinwesenarbeit etwa gelingen kann oder wie Mitwirken an der Weiterentwicklung der Gesellschaft wirken kann. Ich glaube, das wäre schon ein Weg, wo man ohne lehren zu müssen vermitteln kann, wie Gesellschaft funktioniert, wie eine solidarische Gesellschaft funktioniert. Und das wäre ein Appell von uns, stärker darauf zu achten, dass man mit den Unterstützungssystemen um eine Schule herum zusammenarbeitet und die Schüler dort auch lernen lässt. Wir versuchen das gerade, noch ein Hinweis, in Neunkirchen zu entwickeln. Wir gehören als Landeselterninitiative dem Saarland Sozialgipfel an. Das ist ein Zusammenschluss von über 30 Organisationen, von den Kirchen über die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände und so weiter, der sich um die prekären Verhältnisse im Land kümmert. Und wir wollen versuchen, einen Zusammenschluss zu finden zwischen Schulen in einer Stadtmitte und den Unterstützungssystemen drumherum. Denn eins ist auch klar, wir diskutieren es ja in einem anderen Zusammenhang. Die Schulen heute können nicht alles bewerkstelligen, was als soziale Probleme bei ihnen landet. Umso mehr ist es einerseits eine Hilfe für sie, aber auch es ist eine Vermittlung von Demokratie, wenn sie mit diesen Systemen zusammenarbeiten. Das stimmt. Ja. Mit Blick auf die Uhr. Hätte ich. Ja. Ein also kurzer Satz. Was mir eigentlich noch wichtig ist: Demokratie gibt ja nur einen Rahmen. Ja, und der Rahmen, der muss ein Ziel haben. Das ist in dem Fall für mich eine solidarische Gesellschaftsform, die füreinander einsteht, die den Schwachen schützt, wo der Starke eben sich seiner Verantwortung bewusst wird. Demokratie kann eben auch was ganz anderes, wenn ich dir ein ganz anderes Ziel gebe, die gibt nur eine Form vor. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, um was es uns geht, welche Gesellschaft wir wünschen, wie wir miteinander umgehen, dass das eben auch in Schule, im Unterricht auch gemacht wird. Ja, also dass nicht der Lehrer dort sich zur Ultima Ratio erhebt, sondern auch wirklich dort die Schüler ermuntert, kritisch zu sein, selbstständig mitzuarbeiten, was ja in großen Teilen auch schon passiert. Und da gehört für mich ganz wichtig dazu eine Feedback-Kultur. Die gibt es für mich in meinen Augen an manchen Schulen schon, aber noch viel zu wenig etabliert und sollte viel mehr auch in den Schulen, vielleicht auch durch Verordnung oder Ähnliches, eben manifestiert werden, um dort eine Möglichkeit zu schaffen, in den Dialog zu kommen und über den Dialog zu entwickeln in Richtung dieser solidarischen Gesellschaft, die voreinander einsteht. Vielleicht ganz zum Schluss, wir machen nicht das Blasbergsche, Schreckliche, wer würde mit wem was morgen tun.
Trotzdem würde ich euch gerne die Frage stellen, wenn ihr Demokratie und Schulentwicklung zusammenbringt, was ist der eine Tipp, den ihr drei uns für unseren Weg morgen mitgibt, was wir morgen ganz konkret tun können, um diesem Ideal ein Stück weit näher zu kommen? Was sollten wir morgen, wenn wir aufstehen, als erstes tun? Fangen wir wieder an wie eben. Ja, naja, also wirklich die Zuversicht nicht verlieren. Es ist alles Menschenwerk, auch was die Schule betrifft. Und es ist eine große kulturelle Leistung, dass wir die Schule haben. Bei aller Kritik sollten wir das nicht vergessen. Es gibt ja viele Länder, da wundert man sich, wie sehr man hier auch kritisch über Schule spricht und stellt Negatives als erstes berichtet oder wie ungern auch verschiedene Jugendliche reingehen, ohne dass ich jetzt die Gründe im Einzelnen beleuchten will. Aber die Sache doch positiv sehen. Es ist eine große kulturelle Leistung und es liegt immer eine Chance drin. Und wir können es verändern, indem wir uns in der Tat mit kritischem Blick und eben engagierten Fragen da drin verhalten. Maja. Ich glaube, wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Und ich glaube auch, dass man als Einzelner, wenn man sich genug dafür interessiert und engagieren möchte, so viel kann mitnehmen, dass sich auch ganz viele anschließen. Also, wenn Sie heute Abend so unglaublich motiviert sind wieder und dann gehen Sie morgen in die Schule und fangen Sie am besten direkt damit an. Und dann werden auch ganz schnell viele andere noch auf den Zug aufspringen und dann schaffen wir auch das, um was wir den ganzen Abend schon diskutieren, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Und ich denke schon, dass ein Einzelner das machen kann und deswegen, wenn Sie eine Idee haben für Ihre Schule oder irgendjemanden kennen, dann würde ich einfach damit anfangen, weil dann könnte ich mir gut vorstellen, dass andere da gleich mitmachen. Das ist so meine Anekdote für heute Abend. Genau, Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen in die Unterrichtsgestaltung und auch an die Schülerinnen und Schüler offen ranzugehen, ihnen Angebote zu präsentieren und zu sagen, hey, engagier dich, bring dich mit ein und setz dich ein. Und ich glaube, dass wenn die Lehrerinnen und Lehrer dahinterstehen und dabei bleiben, ist das, denke ich, ein gutes Prinzip, was man mitgehen kann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es wird ein Thema sein, das uns durchaus wahrscheinlich die ein oder andere Woche noch begleiten wird. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube, wir müssen immer wieder darüber sprechen und den Mut haben und auch darüber durchaus streiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, Wolfgang, gerne. Wolfgang Beutel, bei dir, Maja und ja. Hagen für die anregende Diskussion. Vielen Dank dafür. Vielen Dank bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie sich eingebracht haben, dass wir gemeinsam darüber sprechen konnten. Und ich möchte Sie im Namen der Veranstalter noch einladen zu einem kleinen Umtrunk. Und dort bestehen mit Sicherheit noch die Möglichkeiten, dieses Gespräch weiterzuführen in kleinem Rahmen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen und viel Spaß bei all dem, was morgen auf Sie zukommen wird.